Im Grunde genommen kann man Bildung auch bottom-up denken, also dass man mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Was wollt ihr eigentlich oder was ist für euch relevant? Was braucht ihr an Handwerkszeug, um in dieser digitalisierten Gesellschaft gut teilhaben zu können? Genau, und das ist natürlich ein Wechselspiel. Also man muss natürlich auch als Lehrkraft quasi auch ein Gefühl dafür haben, wo müssen die Kinder noch befähigt werden, so was brauchen sie eigentlich auch an Medienkompetenz, um das überhaupt reflektieren zu können, und dann aber auch wiederum darauf reagieren zu können und einfach am Zahn der Zeit zu sein und an deren Lebenswelt anzudocken.